Die letzten 10 Jahre hatte Sonic wirklich die schlimmste Phase jemals. Ja, auch schlimmer als die Sonic 06 Phase, ob ihr es glaubt oder nicht. Nach dem hochgelobten Generations aus 2011 kamen nur noch 2 neue 3D Mainline Titel und sonst nur Spin-Offs. Sonic Lost World, was schlecht ankam, die Sonic Boom Spiele, die das Franchise fast komplett zerstört haben, und schlussendlich bekamen wir dann 2017 unser bisher neuestes 3D Sonic Spiel, Sonic Forces. Und dieses kam so schlecht an, dass Leute es gerne auf eine Stufe mit den schlechtesten Sonic Spielen aller Zeiten stellen. Also mit zum Beispiel Sonic Boom Rise of Lyric. Und das machen nicht nur ein paar, sondern der Großteil aller Leute. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich? In dem Video werde ich auf die häufigsten Kritikpunkte zu Sonic Forces eingehen und euch erklären, warum Sonic Forces eigentlich gar nicht so schlecht ist, sondern eher enttäuschend. Der erste Schritt, um enttäuscht zu sein, ist natürlich, dass man eine gewisse Erwartungshaltung oder Vorstellung vom Spiel hat. Und da fängt der Spaß auch schon an. Denn Sega hat dieses Spiel in der Theorie gut vermarktet, jedoch zum Nachteil vom Spiel, weil Leute mit komplett falschen Erwartungen reingegangen sind. Um das zu verdeutlichen, gucken wir uns dazu mal 2 Trailer vom Spiel an. Das erste, was wir jemals von Forces sahen, war diese CGI-Cutscene. Und bevor dies überhaupt anfängt, hat man schon das hier gesehen. Von dem Team, das Sonic Colors und Sonic Generations gemacht hat. Interessant. Das sind nämlich die letzten 2 Spiele, die von den Kritikern und Fans zum Großteil gemacht wurden. Es wurden also gezielt diese 2 Spiele genommen, um die Erwartungen groß zu halten. Wenn man die Spiele also schon gespielt hat, hatte man schon eine gewisse Vorstellung. Das Lustigste daran ist, dass die ja sagen, das Team, das diese Spiele gemacht hat. Und naja, wie wir jetzt halt nach dem Release wissen, hat fast keiner von Colors oder Generations an Forces gearbeitet. Das heißt, schon ab diesem Zeitpunkt, bevor der Trailer überhaupt angefangen hat, hatte man komplett falsche Erwartungen von Sonic Forces. Und mit der CGI-Cutscene wurde es auch nicht besser. Sonic sieht ernst aus, alles ist düster. Es wirkt wie ein ernstes Szenario und wie eine ganze Apokalypse. Und auch aus heutiger Sicht wirkt das immer noch spannend und cool. Das Problem ist nur wieder, dass im finalen Spiel absolut keine Sekunde düster oder ernst wirkt. Nicht mal nachdem Eggman wortwörtlich die ganze Welt erobert und Sonic gefangen hat. Alles ist kinderfreundlich, cheesy und möchte gern lustig. Und wenn man den Trailer weiterguckt, kriegt man auch zum ersten Mal wieder Classic Sonic zu sehen. Offensichtlicherweise wurde das auch nur gemacht, um irgendwie an den Erfolg von Sonic Generations anzuknüpfen, nachdem Sonic die letzten 10 Jahre verreckt ist. Denn Classic Sonic selber weiß nicht mal, warum er überhaupt in diesem Spiel ist. Besser wird es noch, wenn man überhaupt betrachtet, wie Classic Sonic auftaucht. Denn Tails ruft nach Sonic, obwohl er zu diesem Zeitpunkt denkt, dass Sonic tot ist. Woraufhin Classic Sonic dann einfach spawnt. Macht ganz viel Sinn. Man wollte wahrscheinlich einfach, dass Leute Forces mit Generations durch den Classic Sonic assoziieren und dadurch mehr mögen. Was eher ein Schuss ins eigene Knie war, wenn man es dadurch mit Generations vergleicht. Aber dazu gleich mehr. Das war aber erst der Anfang der viel zu hohen Erwartungshaltungen, denn der nächste Trailer hat dieses Ausmaß an komplett falschen Erwartungen nur noch 10-mal getoppt. Im Grunde ist der Trailer sehr ähnlich aufgebaut mit einer ähnlichen Stimmung. Nur, dass wir hier auch noch etwas Gameplay, den selbst erstellbaren Charakter, der zwar auch schon in einem anderen Trailer gezeigt wurde, aber dort gab es keine hohen Erwartungen, deswegen habe ich es ausgelassen, und ein besonderes Ende im Trailer sehen. Denn mit diesem Ende wollte man die Story aufbauen, indem man die große Anzahl an legendären Feinden präsentiert. Und Zevok. Niemand mag Zevok. Aber wirklich, als man diesen Shot von Chaos, Metal Sonic, Shadow und Zevok zum ersten Mal gesehen hat, war man schon absolut sprachlos und gehypt. Alle diese Feinde in einem Spiel, das werden bestimmt die besten Bossfights aller Zeiten, dachte man sich. Und wäre das nicht genug, kriegt man sogar zum ersten Mal Infinite zu sehen, der über allen erscheint und unfassbar mächtig dadurch wirkt. Und ich denke, ihr wisst, worauf das hinausläuft. Alle diese Feinde waren komplett schrecklich und hatten wirklich keine Daseinsberechtigung. Also ernsthaft, es sind erstens nicht einmal die echten Charaktere, sondern Hologramme von Infinite. Wow. Und dazu haben sie nicht mal eine große Rolle im Spiel. Metal Sonic und Zevok sind halt Bosse und kommen maximal in einer Cutscene vor. Der Hologramm-Shadow wird halt in einer Cutscene vom echten Shadow weggenockt, mit einem einzigen Hit. Und Chaos. Ja, Chaos, von dem man im Spiel so viel erwartet hat, ist in einer der ersten Cutscenes vom Spiel einfach durch einen Hit von Classic Sonic draufgegangen. Das war's. Das war alles, was man von diesem Bösewicht im Spiel sieht. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich komme mir hier vor wie auf YouTube, wo ich einfach totgeklickbaitet wurde. Und Infinite war auch nur minimal besser als der Rest. Die reinste Enttäuschung. Als das Spiel dann halt Ende 2017 erschien, hat man natürlich auch den Schlag ins Gesicht bekommen. Die Erwartungen waren viel zu hoch. Ähnlich wie Sonic Generations vom Levelaufbau, den Details und in irgendeiner Art ähnlich? Absolut nicht. Düsteres Spiel mit ernster Story, die den seit Sonic Colors anhaltenden Fluch der schrecklichen Storys bricht? Leider nein. Der Zusammenschluss aus den legendärsten Sonic-Feinden, bei denen man Nostalgie spürt, wie auch neue Seiten dieser Charaktere erfährt? Zu 0%. Und so wurde so ziemlich jeder enttäuscht. Man wurde allerhöchstens nicht enttäuscht, wenn es das erste Sonic-Spiel von jemandem war und man keinen Trailer oder sonst was gesehen hat. In dem Fall hätte man wirklich null Erwartungen und fände es deshalb halt okay. So wie das Spiel auch ist. Sonic Forces ist okay. Denn das ist das, was ich vorhin gesagt hatte. Klar, das Marketing war absolut genial. Sonic-Fans einen Chaos in den Bildschirm zu packen, ist praktisch ein Easy-Day-One-Kauf für jeden Sonic-Fan.
Fans. Jedoch ist genau das Problem. Indem man so hohe Erwartungen setzt durch das Marketing, muss das Spiel natürlich auch genauso abliefern, um dem Hype gerecht zu werden. Und genau das hat das Spiel nicht getan, weshalb es eine reine Enttäuschung war. Das Spiel hatte so viel Potenzial von der Story, den Feinden, dem Setting und so weiter. Vor allem als Nachfolger von Generations. Das ist nämlich der enttäuschendste Punkt. Sonic Forces erschien nicht ein Jahr vor Generations oder so, sondern einfach 6. Ja, ganze 6 Jahre nach Sonic Generations. Forces ist in jedem Punkt ein Riesenrückschritt zu Generations. Bis auf vielleicht die Story ist Generations in jedem Punkt weitaus überlegen und ich verstehe nicht, wie man aus dieser Vorlage ein Sonic Forces machen konnte. Wie konnte das passieren? Wäre Forces zum Beispiel zwischen Colors und Generations erschienen, dann wäre es, denke ich, nicht mal ansatzweise so sehr verhasst. Jetzt denkt ihr euch, ja, es war eine Enttäuschung in all diesen Punkten. Du hast schon recht. Aber es war ja auch ultra schlecht. Und genau auf diese häufigsten Kritikpunkte will ich jetzt eingehen. Dabei werde ich Sonic Forces oft mit anderen Sonic Boost-Spielen vergleichen. Ihr werdet sehen, warum. Der mit Abstand häufigste Kritikpunkt, das Spiel ist zu automatisch bzw. linear. Und ich will auf keinen Fall sagen, dass das nicht so ist. Das Spiel hat Stellen, wo man nur geradeaus nach vorne boostet. Jedoch ist das nichts Neues. In vorherigen Sonic Boost-Spielen gab es schon immer dünnere Wege, die oft nur geradeaus gehen. Das Boost-System ist nun mal auf sowas ausgelegt. Und vor allem gibt es im Spiel nur wenige Passagen, die automatisiert sind. Das Spiel hat gute Stellen, ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht. Genauso wie es schlechte hat. Das Problem wird immer komplett aus den Proportionen gezogen bei Sonic Forces. Ja, es gibt automatische Sections, aber nicht das ganze Spiel besteht daraus. Als Vergleich mal das von allen geliebte Sonic Colors. Starlight Carnival Act 5. Also ich will ja nicht sagen, aber ihr könnt wortwörtlich eine ganze Minute, 60 Sekunden vom Level, den ganzen Anfang komplett schaffen, ohne auch den Controller überhaupt zu berühren. Nicht einmal nach vorne müsst ihr drücken. Ausweichen sowieso nicht. Und ihr wollt mir sagen, dass Sonic Forces ein Problem mit Automatisierung hat? Colors hat wortwörtlich in Asteroid Coaster ein Level, wo man nur in einem Kreis automatisch läuft. Auch hier müsst ihr nicht einmal nach vorne drücken. Theoretisch müsst ihr am Anfang nur auf dieses Boost-Pad laufen, circa 30 Sekunden warten, dann zweimal nach links sidesteppen und tada, ihr habt das Level geschafft. Fantastisch. Das rechtfertigt natürlich das oft schlechte Level-Design aus Forces nicht. Aber wenn ihr etwas bei einem Spiel kritisiert, dann reißt es bitte nicht so aus den Proportionen und ignoriert dasselbe Problem bei einem anderen Spiel nicht, nur weil ihr es mögt. Was ich damit sagen will, Sonic Forces und Sonic Colors sind nicht wirklich weit auseinander. Auch wenn Leute gerne behaupten, dass Colors zu den wenigen guten Sonic-Spielen gehört und Forces zu den schlechtesten, beide haben ziemlich durchschnittliches Level-Design. Ich würde so weit gehen, dass man Forces auch ohne Probleme als Sonic Colors 2 betiteln könnte. Ihr glaubt mir nicht? Okay, dann bleibt einfach dran. Der zweitgrößte Kritikpunkt an Forces. Die Steuerung ist schwammig und schlecht und das Moveset ist limitiert. Und da kann ich fast zustimmen. An sich ist die schwammige Steuerung nicht gut, jedoch ist das Spiel ausgelegt, so oft zu boosten, wie es geht und nicht langsam zu laufen. Wenn man das macht, spielt man das Spiel halt einfach falsch. Egal ob in Unleashed, Generations, Colors oder Forces. Was ich aber ziemlich schlecht fand, war der Doppelsprung. Er fühlt sich einfach nicht gut an und man kann ihn kaum steuern. Das jedoch viel größere Problem ist das eingeschränkte Moveset. Wo ist der Drift? Wieso kann man, aber muss man nicht mehr sliden? Wo ist der Lightspeed Dash und wieso hat die nur der selbst erstellbare Charakter? Was soll das? Durch die wenigen Moves kommt es halt zu sehr eintönigem und leichtem Level-Design, weil man praktisch nur springen, boosten und Homing attacken muss, um ein Level zu schaffen. Vergleichen wir das mal mit Sonic Colors. Also Sonic Colors hat ein besseres Movement. Und zwar, weil Sonic sich langsam besser steuert, der Doppelsprung gut ist und man auch sliden muss. Der Drift in Colors ist jedoch so schrecklich, dass sogar ein nicht vorhandener Drift besser ist. Also wirklich, wieso ist der im Spiel? Keine Ahnung. Aber zum Beispiel den Lightspeed Dash gibt es auch nicht. Außer für Wisps. Mein Gott, hasse ich Wisps. Und genau da liegt das Problem. Dadurch, dass Sonic fast gar kein Moveset hat, kann das Level-Design auch nicht darauf aufbauen. Bei Colors ist es dasselbe. Vergesst nicht, Sonic Colors erschien nach Unleashed, welches das Boost-Level-Design schon perfektioniert hat, indem es dieses ganze Moveset perfekt umgesetzt und ins Gameplay eingebaut hat. Aber ja, Forces hat auf jeden Fall das schlechteste Movement von allen Boost-Games. Da kann man absolut nichts gegen sagen. Eine Sache, über die sich oft lustig gemacht wird, ist, dass die ersten Feinde im Spiel einen nicht angreifen. Und ich verstehe bis heute nicht, wo das Problem ist. Es sind die ersten Feinde. Kurz nach diesem Bereich, ganz am Anfang vom ersten Level, greifen die einen auch schon danach an. Also wen juckt's? Ein weiterer Kritikpunkt ist die hohe Anzahl an 2D-Passagen. Und alleine, weil der Classic Sonic im Spiel ist, sind schon ca. 33% der Level komplett 2D. Dazu bestehen die restlichen Teile vom Spiel auch fast nur aus 2D-Passagen. Also ja, das Spiel hat zu viele 2D-Passagen. Je nach Person ist das natürlich auch gar kein Kritikpunkt, weil 2D nicht automatisch schlecht bedeutet. Kritisiert wird es dennoch, weshalb ich auch darauf eingehe. Lustigerweise ist dieser Kritikpunkt ein perfektes Gegenargument zu dem, man boostet nur geradeaus in Forces Punkt, weil man in 2D wirklich selten nur geradeaus boosten kann. Aber wisst ihr, was jetzt kommt? Ja, richtig geraten. Sonic Colors hat genauso viele 2D-Passagen, wenn nicht sogar noch mehr. Und das Spiel hat nicht mal ein Classic Sonic. Dazu sind die 2D-Passagen in Colors um einiges langsamer und mehr auf Platforming ausgelegt, wie in einem Mario-Game. Ach so, und vergesst ihr immer wieder, dass Generations einen Classic Sonic hatte und damit zu mindestens 50% aus 2D-Passagen besteht? 2D ist kein Problem von Forces, sondern von den Boost-Spielen im Generellen. Außer Unleashed. Was man auch sehr oft hört, ist, dass Forces viel zu kurz sei. Und da kann
ich nur zustimmen. 2 bis 3 Stunden bei einem normalen Playthrough ist zu wenig. Jedoch kann ich euch davon ein Lied singen. Denn Colors ist exakt gleich lang. Und nicht nur Colors, nein, sondern auch Generations. Alle diese Spiele gehen 2 bis 3 Stunden. Wenn man langsam ist, maximal 4 Stunden pro Spiel. Wieso wird dieser Kritikpunkt also bei diesen Spielen konstant ignoriert? Aber bei Forces ist es dann wieder ganz schlimm? Also sorry, aber das ist einfach nur peinlich, wie oft Leute das bei diesen anderen Spielen leugnen oder rechtfertigen wollen. Forces ist zu kurz, Colors ist zu kurz, Generations ist zu kurz. Da gibt es nichts, wo man sich drum herum reden kann. Das waren so die häufigsten Kritikpunkte, aber ich habe keinen Bock, dass jemand sagt, dass ich mit Absicht welche weglasse. Also hier noch schnell ein paar. Forces hat eine schlechte Story, Dialoge und Charaktere. Diese Sachen sind auf jeden Fall nicht gut. Jedoch auch nicht so schlecht wie in Colors, Generations und vor allem Lost World. Oh Mann, wenn ich euch in die Finger bekomme. Der Classic Sonic in Forces ist schlecht. Der war auch schon in Generations nicht gut, ihr seid aber noch nicht bereit für diese Diskussion. Ich hoffe, er kommt in 3D-Spielen nie wieder vor. Sonic Forces ist zu unoriginell und reused nur alte Sachen. Und da kann ich zum Teil zustimmen. Es gibt Orte, die ich von der Idee her nice finde und das Spiel macht auch hauptsächlich neue Sachen. Der Phantom Ruby zum Beispiel ist ein sehr cooles Konzept. Oder auch ein paar Level von dem Spiel sehen sehr cool aus. Aber Green Hill, Chemical Plant, Classic Sonic, come on. Ich finde trotzdem, dass das Spiel noch genug Neues macht und nicht wie an Sonic Generations 2 wirkt. Sonic Forces ist ultra langweilig. Das sehe ich persönlich gar nicht so. Wenn Forces langweilig ist, dann ist doch auch Generations und Colors langweilig. Man geht halt von Level zu Level, Story ist in all diesen Spielen nicht gut, dafür bieten die Level coole Setpieces und kleine Spektakel. Ich sehe nicht, wo irgendeines dieser Spiele jetzt langweiliger als ein anderes sein sollte. Die Musik in Forces ist schlecht. Bro, in welcher Welt leben Leute, die das sagen? Sonic Forces ist zu leicht. Ja, Forces ist zu leicht, so wie Colors oder auch Generations. Ich glaube, ihr habt's verstanden. Forces und Colors liegen nicht weit auseinander. Und viele der genannten Kritikpunkte lassen sich exakt so auf totgelobte Sonic-Spiele beziehen. Bäh. Es ist aber nicht abzustreiten, dass fast alle diese Kritikpunkte valide Punkte gegen Forces sind. Jedoch hat Forces viel mehr Probleme als diese Standard-Kritikpunkte, die man konstant hört. Eigentlich sind das teilweise Punkte, die 0% schlimm sind und gar nicht jucken. Ich denke, der Bezug auf andere geliebte Sonic-Spiele, bei denen das nie kritisiert wird, hat das gezeigt. Ich finde es so schade, wie diese Doppelmoral-Kick, wenn Leute ein Spiel aus Prinzip fronten wollen. Ich weiß, dass Forces nicht wirklich gut ist und alle enttäuscht hat. Aber warum nimmt man dann Kritikpunkte, die man bei seinen gemochten Spielen komplett leugnet? Seid ehrlich, wie oft habt ihr gehört, dass Sonic Generations zu kurz ist? Und wie oft habt ihr gehört, dass Forces zu kurz ist? Seid fair zu spielen und ignoriert nicht mit Absicht Schwächen von Spielen, die ihr mögt, nur um dasselbe dann bei einem anderen Spiel zu kritisieren. Das bringt nichts, außer dass ihr absolut peinlich dasteht. Bald werde ich noch ein sehr, sehr langes Video machen, wo ich jedes einzelne 3D Sonic Boost Level analysieren werde. Ich weiß jetzt schon, dass irgendjemand dieses Video bis hierhin nicht geguckt hat und mich als Forces-Fanboy oder Colors-Hater darstellen will. Ich finde beide diese Spiele maximal okay. Die sind nicht wirklich gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Die machen viele Sachen einfach falsch. Oft in gleichen Bereichen, teilweise in komplett anderen. Die sind aber trotzdem gut für Einsteiger, weil sie so leicht und kurz sind. Eigentlich ist die Kürze eines Spieles ja oft ein Nachteil. Jedoch hilft das Forces und Colors nur dabei, dass die Spiele nicht wie eine Qual wirken, weil sie halt so schnell durch sind. Die sind vom Qualitätsstandard, dem Leveldesign, den Ansprüchen und dem Spielspaß den anderen beiden Boost-Spielen, Sonic Generations und Unleashed, weit unterlegen. Man würde halt immer lieber die anderen beiden Spiele spielen. Und da habt ihr die Wahrheit, wieso Sonic Forces nicht zu den schlechtesten Sonic-Spielen gehört, sondern zu den enttäuschendsten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.